Hallo liebe Kinder, hier ist eure Frau Kopp. Ich habe die große Freude, den Viertklässlern heute zu erzählen, wie wir es am Montag machen, wenn ihr in die Schule zurückkommt. Also, es kommt die halbe Klasse immer von 8 bis um 10 und die andere Hälfte von 10.30 Uhr bis um 12.30 Uhr. Und damit ihr euch das vorstellen könnt, wie wir es geplant haben, habe ich ein paar Aufnahmen gemacht. Ihr seht gleich, wie es im Schulhof aussieht, wenn ihr kommt, im Treppenhaus und in den Klassenzimmern. Dann wisst ihr schon, was euch erwartet und ihr findet euch gut zurecht. Und jetzt viel Spaß. Jetzt dürft ihr dreimal raten, was der Herr Pitari hier gemacht hat. Schaut mal, hier sind lauter Punkte auf dem Boden. Wenn ihr kommt am Montag, stellt sich immer ein Kind auf einen Punkt, und zwar bei seiner Klasse. Eure Lehrerin holt euch dann ab und es geht ins Schulhaus. Ui, da ist gerade der Herr Pitari. Wir haben im Schulhaus einige Pfeile auf den Boden gemacht und die Gänge in zwei Bereiche. Nämlich, schaut mal, da ist der Pfeil nach oben und auf der anderen Seite nach unten. Es ist wie im Straßenverkehr. Wir haben quasi ein Rechtsfahrgebot. Man läuft immer rechts. Dann wisst ihr genau, wo ihr lang müsst. Und der Abstand, der wird gut eingehalten. Das findet ihr im gesamten Treppenhaus. Immer den Pfeilen nach und dann nach oben gehen. Wenn ihr in eurem Klassenzimmer angekommen seid, füllt ihr bitte die Bänke von hinten nach vorne auf. Das heißt, du setzt dich erst hinten in die Bank. Und dann geht es immer weiter nach vorne. Und zwar an den Platz, an dem kein Smiley ist. Der Platz mit dem Smiley bleibt frei. Das machen wir, damit die Abstände immer gut eingehalten werden. Schaut mal, hier ist der Smiley und der Platz bleibt bitte frei. Falls eure Lehrerin oder euer Lehrer euch mal etwas erklären möchten, haben wir solche Plexiglasscheiben. Ich hoffe, ihr könnt es euch jetzt ein bisschen vorstellen, wie es sein wird am Montag. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf euch. Und ja, das wird ein tolles Wiedersehen, ohne Knuddeln, ohne irgendwas, auf Abstand. Aber wir freuen uns wirklich wahnsinnig, dass ihr wiederkommen dürft. Also noch ein paar Mal schlafen, dann sehen wir uns wieder. Ich komme auf jeden Fall in jedes Klassenzimmer, um euch zu begrüßen, auf Abstand. Und ja, ich hoffe, euch geht's gut weiterhin und wir sehen uns dann bald. Tschüss, liebe Viertklässler, eure Frau Kopp.